Funkspruch von Verlaine wurde gerade aktualisiert. Hallo Sevastopol, bitte um Antwort. Ein Schiff ist gerade an Ihrer Steuerbordseite explodiert und hat die Orbitalstabilisatoren zerstört. Wir können nirgendwo andocken. Sagen Sie uns bitte, was vorgefallen ist. Wir können Überlebende aufnehmen. Ich behalte diesen Kanal offen. Torrens Ende. Ja, seid mir gegrüßt, liebe Independent-Gemeinde. Trolle werden hier automatisch ausgeblendet. Ja, das ist jetzt eine neue Funktion. Leute, die sowieso nur Scheiße zu sagen haben, werden hier ausgeblendet. Haha, nein, es sind ja nur meine treuen Superzuschauer dabei, die meine Serie verfolgen. Und das freut mich auch sehr, wirklich. Da freue ich mich über jeden Zuschauer, der sich hier für meinen Blödsinn interessiert. Und ich bin nicht schnell genug. So was Blödes. Oh, das kommt so häufig vor hier in letzter Zeit, dass ich hier so ein bisschen versage. Oh ja. Ja, Tastatur und Maus gleichzeitig. Das ist irgendwie eine ganz unglückliche Kombination. Na bitte. So, letztes Mal war ich ja nicht besonders geschickt gewesen. Schneider, ja bitte. Es geht durch wie Butter. Butter. So. Ich will wohl mal eine andere Taktik. Dass ich keine Rohrbombe habe. Die finde ich nämlich so gut. Nee. Wie wär's mit Molly? Na, auch nicht wirklich. So, ich muss mal gucken. Rezeption. Weil letztes Mal hatte ich den Aufzug so ignoriert. Aber warum eigentlich? Ich weiß ja gar nicht, wo ich genau hin muss. Vielleicht ist das ja der richtige Weg. Ich weiß es ja nicht. Wir fahren ja gerne mit dem Aufzug. Das macht Spaß. Haben wir als Kinder immer gerne gemacht. Besonders im Paternoster. Das kennt heute kaum noch jemand. Es gibt auch kaum noch Paternoster. Das hat immer Spaß gemacht. Den haben wir denn mit Absicht zum Anhalten gebracht und dann war die Aufregung groß. So. Also das war keine gute Idee. Ja, die Torrens kontaktieren. Gesellschaft. Der Sicherheitsdienst von Sixen ist gerade aufgetaucht. Bewaffnet. Nicht auf unserer Seite. Ich musste mich unter einem Tisch verstecken. Was wollen die? Die Torrens. Sie haben die Meldung gehört. Sie wollen sie kontaktieren. Ich glaube, sie wollen sie gewaltsam übernehmen. Können sie das? Nein. Die Funkverbindung ist immer noch tot. Aber halten sie sich von ihnen fern. Die sind gefährlich und verzweifelt.
Gefährlich und verzweifelt. Oha. Und ich muss da irgendwie durch. Aber diesmal vielleicht ein bisschen besser als letztes Mal. So, mal gucken. Ja, vielleicht kann ich mich an denen vorbeimogeln. Oder auch nicht. Das haben die Spinner bestimmt gehört. Oder auch nicht. Das wird sich noch herausstellen. Ja, hier waren wir aber schon mal gewesen. Steht ein Synthet mit Schutzanzug, ne? Ja, klasse. Schauen, ja, so ist schon besser. Orbitalstabilisatoren auf 80% und fallend. Das klang ja nicht so gut, ne? Neuverkabelung, was haben wir da? Luftreinigung. Beleuchtung. Machen wir mal aus, wa? Mal gucken. Sicherheitsgenerator, was haben wir hier? Ja. Noch Adminrechte. Die Torrents kontaktieren, das hatten wir übrigens auch schon gehabt. Türzugriff, das klingt gut. Nee. Klingt nicht gut. Scheiße. Klingt gar nicht gut. Kommt er jetzt oder kommt er nicht? Nee. Vielleicht habe ich noch Gelegenheit, hier schnell noch was zu machen. Ordner fehlerhaft. Sich überhaupt hin.
Oh, da kommt noch einer. Ich werd verrückt. Ach du Scheiße. Naja, erstmal im Schrank, ne? So. Aber nützt mir das was? Ich muss wahrscheinlich hier irgendwo hin. Ah, er kommt. Zum Glück ist es kein Alien, der das wahrnehmen kann. Das darf nicht wahr sein, ne? Das darf nicht wahr sein. Verdammter Bengel. Scheiße, der hat mich entdeckt. Er scheint nicht hochzukommen. Das muss sein. Er steht nicht gleich hinter mir. Hier waren wir aber schon mal. Ich glaube, daran könnt ihr euch auch noch erinnern. Tabakko, endlich. Gib auch Zigaretten hier. Super. Ich wollte gerade sagen, schreit hier ein Kind. Nee, das ist draußen. Moment, da ist ja gar kein Synthet. Alles klar? Marlos Berechtigungen sind doch immer in diesem Terminal gespeichert. Hätten wir die Koordinaten der Torrents, könnten wir die Übertragungsschüsseln manuell ausrichten. Umgehen Sie die Apollo vollständig. Da ist ein Observatorium bei der Kommzentrale, oder?
Ja, damit sollten Sie die Koordinaten der Torrents finden können. Ich mache Ihnen die Tür auf. Ja, was Amanda auch macht, sie hat immer mehr zu tun als die anderen. So, wollen wir mal schauen. Ja, die Richtung ist schon. Orbitalstabilisatoren auf 40% und fallend. Aha. Moment keine Aliens zu sehen sind, aber man weiß ja nie. Man kann ja nie wissen. Und schon wieder im Aufzug. Mann, das ist so warm heute. Ja. Das soll ja genauso ein heißer Sommer werden wie letztes Jahr. Ehrlich gesagt, ich hoffe das mal nicht. So. Das wollen wir doch gleich ausnutzen, ne? Sehr schön. Achso, einige hatten mich noch darauf angesprochen, ob ich die DLCs hier noch ausprobieren werde. Das kann gut sein. Aber erstmal muss ich das Hauptspiel hinter mich bringen. Ich kann die Abriegelung nicht umgehen. Machen Sie weiter. Das Schiff wartet da draußen auf uns. Apollo lässt mich nicht rein. Versuchen Sie es nochmal. Okay, okay. Ist das... Sind die jetzt freundlich gesonnen oder nicht? Los, wir schaffen das. Moment. Oh. Also nicht freundlich gesonnen. Ach ja. Könnt ihr euch noch daran erinnern? Beim letzten Mal waren sie nämlich freundlich gesonnen gewesen und da hatte ich verloren, weil ich einfache Zivilisten abgeschossen habe. Ja, wenn man das mal immer so unterscheiden könnte, ne? Kann ich doch nicht riechen, ob die freundlich gesinnt sind oder nicht. Abriegelung nicht umgehen. Machen Sie weiter. Das Schiff wartet da draußen auf uns. Apollo lässt mich nicht rein. Versuchen Sie es nochmal. Okay. Okay. Wir tatenlos. Wie viele sind das? 1, 2. Drei, ne? Ich kann mich kaum noch an Zeiten erinnern, in denen wir nicht bis zum Hals in dieser Scheiße. Oh, wo ist sie? So. Schön einsammeln. Dann sind wir die los und dann muss ich da nicht ständig hin und her kriechen hier, ne? So, und noch mal schauen. Da können wir noch
Baum. Aber diese Syntheten mit Schutzanzügen, die sind ja richtig ätzend, ne? Die sind ja kaum zu besiegen. Kaum eine Chance. Wow, was für ein Ausblick. Das sieht ja richtig cool aus. Und dann würde ich sagen, weil das hier gerade so schön aussieht, machen wir doch hier mal eine Pause. Ich komme gleich zurück. Versprochen.